Ich wasche mein Gesicht. Diese Momente werden täglich festgehalten. Was tun Sie mit Ihrer Lebenszeit? Was ist Ihre vorwiegende Beschäftigung? Der Inhalt dieses Stückes ist also seine Performance, in der er sich ein Jahr lang in einen Käfig eingesperrt hat. Und er hat es in einem großen Extrem probiert, nämlich dass er sozusagen seinen Körper, seine Lebenszeit als Kunstprojekt eingesetzt hat und bestimmte Regeln sozusagen sich selbst oktroyiert hat. Also nicht zu reden, kein Fernsehen zu schauen, keinen Kontakt zu haben, nur besucht zu werden, immer dasselbe Essen zu essen und mit denselben Gegenständen umgeben zu sein. Ich glaube, es ist fast ja die radikalste Form, Kunst zu machen, indem man sie mit seinem eigenen Körper und mit dem, was man von der Natur her ausschließlich zur Verfügung hat, betreibt. Jeden Tag wird mein Haar auf den Fotos länger. Der Gegenstand des Theaters ist sicher auch der Mensch. Ich plane eine Performance. Es ist ein schöner Herbsttag. Um den schweren Körper des Besuchers meines Studios flirrt die Luft. Vögel singen, der Verkehr rauscht. Säugetiere übermitteln Nachrichten aus fremden Ländern. Sinneseindrücke. Denkt der Besucher. Starke Sinneseindrücke an einem Herbstnachmittag auf offener Straße. Der Besucher geht weiter in Richtung Studio. In Richtung Käfig. Ich mag Fluxus, weil es sehr spontan ist.